Nobi vor. Nobi! Nobi! Schau mal vor! Begleitet, ihr kennt sie alle, ein Team der Drescher Werkstätten, stehen alle vor mir, kommt einfach mal nach vorne. Wir finden das total stark, dass ihr hier den Teamsport bei uns betreibt. Wir wollen uns ganz herzlich bei euch bedanken. Weil ich glaube, die Mädels und Jungs haben sich bei uns in die Herzen gefallen und sie werden es auch weiter tun. Sie sind heute ihre Bestzeit gefahren, 1:25.64. Hat sich immer wieder überboten und immer wieder neu motiviert von ihrem Trainer Michael Novak, von den Organisatoren Holger, Anne und Katrin. Haben fleißig trainiert und wir hoffen, dass wir sie alle am Pfaffentag beim Pfaffenmut-Festival wiedersehen. Mit der gleichen guten Laune, die ihr ausstrahlt und mit einem freundlichen, wie sagt ihr immer so schön, wie ist euer Spruch, sagt man nochmal? So, dafür wollen wir euch ein Pokal überreichen, der Pokal wird überreicht von Guy Hermann. Ganz herzlichen Dank für euch, an euch gerichtet von uns allen. Nochmal einen Applaus und Dankeschön. So, und es gibt noch ein zweites Team, was uns an diesem Wochenende in Frauensee immer sehr viel Spaß bereitet. Ein, man kann glaube ich sagen, richtiges Fun-Team und mittlerweile vielen Sportteams. Nämlich die Lazy Bones. Kommt her. Ich weiß, ihr seid nicht mehr vollzählig. Aber so viel mehr warten wir vorhin ja auch nicht. So, lasst euch Applaus für euch. Ihr müsst euch vorstellen, aus dem letzten Rennen sind wir mit 11 Partnern gefahren. Immerhin sind sie vorletzte geworden. Das ist schon mal, das ist super. Und wir haben uns gedacht, ihr habt auch einen Pokal verdient. Und deshalb bekommt ihr den einfach, weil ihr so toll seid, weil ihr so viel Freude verbreitet und weil ihr das beste Kostüm habt. Wir freuen uns, dass ihr wiederkommt nächstes Jahr. Auf jeden Fall werdet ihr bei euch mit. Hat viel Spaß gemacht, das kann ich euch nur empfehlen. Aus für euch! Gute! Ja! Gute! Ja! Gute! Ja! Einmal umdrehen lassen. Dankeschön! So, bitte kommt noch ein bisschen dichter. Kommt noch ein bisschen dichter. Wir müssen ja die große Brücke mal überwinden hier vorne. Kommt mal noch ein paar Meter dichter. Vor allen Dingen hier. Heiko Westermann ist eigentlich nett. Die Kleine. Und der Jugendlichen ist das in Außermecklenburg der mecklenburgische Halbmond. Oh. Weil die Mecklenburger so schüchtern sind und deshalb immer ein Halbkreis kommen. Ich merke das schon, gerade hier die vorne, diese Kleinen, wie heißen die noch? Ich weiß es nicht mehr.
Okay. Hör mal zu, was jetzt gerade für Lied gespielt wird. Eine Wette gegen euch. Diese Flasche Schwächrohr Apfel Obsttrank für denjenigen, der errät, von wem dieses Lied ist. Was? Ist ja ohne Arme. Komm nach vorne. Das ist ein Asphalt-Ohr, ja? Du kennst es auch noch aus guten Zeiten. Auf den Charts von 2007. Ups. Nein, ich hab schon gedacht, gestern Abend, ich bin 8 Uhr abgedreht. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, mit euch zu tanzen hier vorne. Das war der Hammer. Ist ja auch eine kleine Senke jetzt drin, bei dem ganzen Gestampfe, was wir gestern Abend gemacht haben. Es war einfach stark. Wer von euch war dabei? Ja, nächstes Mal sitzen ein paar mehr, sonst... Ja? Okay, fangen wir an mit der Siegerehrung, ja? Sehr gerne. Ah ja, ich darf anfangen. Mit den Damen, wie immer. Unsere Mädels haben hier 4x250 Meter absolviert. Es waren ja leider nur 2 Teams da. Deshalb gibt es auch nur 2 Pokale. Wir bitten mal alle beide Teams nach vorne zu kommen. Yellow Submarine und Red Devils Schwerin, bitte mal auf die Bühne, die Mädels. Alle beide. Alle beide Mädels. Hey, mach mal weiter. Ich das jetzt mal mit dem Ausziehen rufen, ja? Macht eh keiner, ja? Oder alle? Schießt ihr nicht aus, oder? Okay, also, die Gesamtzeit des ersten 4:38:93, wohlgemerkt, 4 Rennen, ja? 4 Rennen in die Gesamtzeit, über 52 Meter, 4:38:93 und der zweite Platz, 4:43:93.